Ja, schönen guten Abend, herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Lecture in Film. Und zwar in der Reihe Jean-Luc Godard, Filmdenken nach der Geschichte des Kinos. Diese Reihe hat bereits im Oktober letzten Jahres angefangen, wunderbarerweise in Kooperation mit der Goethe-Universität und ganz speziell zu nennen natürlich Herrn Professor Hediger und Frau Professor Prangel, die beide das angeleitet haben, die 15 Referenten gefunden haben. Sie gehören auch beide netterweise zu den Referenten. Heute werden wir in das Vergnügen kommen, Frau Prangel zu hören. Herr Hediger lässt sich heute entschuldigen, er ist krank, wie vielleicht auch einige festgestellt haben. Das Seminar diese Woche ist ausgefallen und ja, dafür werde ich gleich seine Einführung verlesen dürfen, bevor Frau Prange hier ans Mikrofon darf. Vorher möchte ich ganz gerne noch darauf hinweisen, was ansonsten hier um diese Reihe herum passiert. Wie in jedem Monat zeigen wir zu ergänzend Filme, über die Godard Kritiken geschrieben hat in den Cahiers du Cinéma, Filme, die ihn maßgeblich beeinflusst haben, wie man weiß. Und in diesem Monat ist das jetzt vor allen Dingen noch von Michelangelo Antonioni, La Notte, die Nacht. Also wenn Sie diesen Film einmal sehen möchten, der läuft immer mittwochs und samstags dann hier um 18 Uhr. Ja, und nun zitiere ich Vinzenz Hediger. Ich kann das bei weitem nicht so charmant, wie er es getan hätte, mit diesem Text, den ich hier habe. Ich versuche mein Bestes. Und ja, Vinzenz Hediger. Die heutige Referentin als Kunsthistorikerin vorzustellen, greift zu kurz. Natürlich ist Regine Prange Professorin für neuere und neueste Kunstgeschichte, Kunst- und Medientheorie an der Goethe-Universität. Und natürlich kennt sich Regine Prange in ihrem Fach nicht nur besser aus als jeder Nicht-Kunsthistoriker, sondern auch besser als viele, wenn nicht die meisten ihrer Fachkollegen. Hat sie doch mit ihrem Buch Die Geburt der Kunstgeschichte, philosophische Ästhetik und empirische Wissenschaft 2004 die maßgebliche Studie zur Wissenschafts- und Theoriegeschichte der Kunstgeschichte im deutschen Sprachraum vorgelegt. Regine Pranges Forschungs- und Erkenntnisinteressen reichen indes weit über den Horizont einer traditionellen, an der bildenden Kunst orientierten Auffassung von Kunstgeschichte hinaus. Zum einen fasst sie ihre Gegenstände immer auch, ja eigentlich zunächst und zumeist, von philosophischen und kunst- und medientheoretischen Fragestellungen her auf. So schon in ihrer Doktorarbeit über Bruno Thau und Paul Klee von 1991, die den Untertitel Zur Reflexion des Abstrakten in Kunst und Kunsttheorie der Moderne trägt. Und zuletzt wieder in ihrem Mondrian-Buch, in dem sie Mondrians Ikonoklasmus ins Zentrum stellt und an Mondrian die Selbstkritik der Kunst in der Moderne exemplifiziert. Zum anderen hat Regine Prange sich auf die bildende Kunst nie einschränken lassen, sondern immer schon auch zum Film geforscht. So sehr, dass sie eigentlich auch als Filmwissenschaftlerin gelten kann. Wichtige Beiträge zur Theorie des Films hat sie namentlich mit ihren Arbeiten zum filmischen Raum vorgelegt, dem sie hier in Frankfurt ein mehrjähriges DFG-Projekt gewidmet hat. Immer wieder kreist ihr Nachdenken über den Film überdies um das Werk von Jean-Luc Godard, zu dem sie im Verlauf der letzten Jahre eine Reihe von wichtigen Studien vorgelegt hat, so zur Kritik der ästhetischen Grenze in Godards Une femme mariée oder zur ästhetischen Tradition der Himmelsschau und ihrer Relevanz für das Frühwerk von Godard. Es handelt sich dabei um Studien, die gleichermaßen als Beiträge zur Filmwissenschaft wie zur Kunstwissenschaft zu werten sind und die zu den differenziertesten und anspruchsvollsten Beiträgen der internationalen Godard-Forschung zählen. Mit welchem Kenntnisreichtum und welcher Reflexionsfähigkeit Regine Prange sich in der Auseinandersetzung mit Godard immer auf der Höhe dieses anforderungsreichen Werks bewegt, haben wir im ersten Teil dieser Lecture-Reihe aus ihren Diskussionsbeiträgen bei jeder Veranstaltung wieder aufs Neue erfahren können. Wie sehr ihr dabei die politische Dimension von Godards Werk ein Anliegen ist, wurde dabei ebenfalls deutlich. Es ist in diesem Sinne höchste Zeit, dass Regine Prange in unserer Reihe selbst das Wort ergreift. Und es ist höchst passend, dass sie dies unter dem Titel Leidenschaft, Kunst, Revolution und christliches Mysterium in Godards Passion tut. Bitte begrüßen Sie gemeinsam mit mir und Vinzenz Hediger Regine Prange. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Spörri, in Vertretung von Vinzenz Hediger für diese unglaubliche Einführung, die ja wirklich sehr, sehr reizend ist und der ich leider jetzt mit meinem bescheidenen Entwurf, den ich auch nur krächzend vortragen kann, leider, weil ich etwas immer noch erkältet bin, ja, hoffentlich ja, in irgendeiner Weise gerecht werden kann. Ja, ich werde versuchen, Ihnen einen
historischen und theoretischen Deutungsrahmen zu bieten für Passion, der auch auf Godards Biografie, auf seine politische Biografie Bezug nimmt. Und ich werde dann vor allem mich an dem Prolog des Films festhalten und von diesem Prolog aus Fäden in das Innere des Films spannen. Also mehr habe ich leider nicht geschafft. Ich hatte eigentlich viel mehr vor, Ihnen zu bieten, aber ich hoffe, ein bisschen Anregung dann fürs Sehen für Sie bieten zu können. Jetzt muss ich aber mal meinen Text suchen. Passion wird gängigerweise in eine Gruppe mit den folgenden Filmen Prénom Carmen, der auch in unserem Programm günstigerweise ja in 2 Wochen folgt, und Je vous salue, Marie, der die christologischen Bezüge noch deutlicher markiert, gestellt, die man als Trilogie des Sublimen bezeichnet hat. Die Bildsprache dieser Filme, die sich unter anderem auch noch in GLG, GLG und in Nouvelle Vague, den haben wir ja am Anfang gesehen, das war der erste Film dieser Reihe, fortsetzt, ist nicht nur durch eine noch weiter intensivierte Auflösung der Handlung in ein hochkomplexes Zitat und Beziehungsgefüge gekennzeichnet, sondern auch durch eine visuelle Opulenz, die den Schönheiten der Natur und des menschlichen Körpers und eben, was Passion angeht, auch der Schönheit klassischer Werke der bildenden Kunst ein ganz neues Bildrecht verleiht. Kritiker argwöhnten, dass Godards Rückkehr zum Kinofilm die 1979 mit Sauve qui peut la vie erfolgt war, Entschuldigung, das ist falsch, mit Sauve qui peut la vie erfolgt war, sich nunmehr als eine Preisgabe der einstigen politischen Ambitionen darstellte, dass Godard vom Marxismus oder Maoismus zum Mystizismus übergewechselt war. An der Stelle war ich also. Eigentlich sollte das ohne Ton ablaufen. Man konnte jetzt sehen, das Drehbuch fing an, ja, sich machen lassen zu können. Und sich vorzustellen. Sich wirklich vorzustellen. Da hatte man was gesehen. Bewegung kommt. In der Fabrik haben wir richtig gesehen, dass die Bewegung hin zur Maschine in etwa die gleiche ist. Man sieht, es ist in etwa die gleiche Bewegung. Und man kann sehen, die Liebe und die Arbeit, es ist nicht nur wieder irgend so ein Scheiß von Jean-Luc. Das ist etwas. Das gibt es. Also das ist übrigens Godard mit Gorin. Also das zum Thema jetzt Verlassen der politischen Position von 68. Anstoß erregte auch die neue Konjunktur des weiblichen Aktes, haben Sie ja gerade gesehen, die die feministische Filmkritik als Rückfall in sexistische Bildmuster geißelte. Vor dem Hintergrund der zentralen Thematik dieser Ringvorlesung, die Godards Werk als postkinematografisches adressiert, lässt sich hieran die Frage anschließen, ob Godard in den 80ern seine radikal ikonoklastische Position von 1968 gänzlich aufgegeben hat, wonach Kunst und Künstler im alten Sinne ihre Existenzberechtigung gegenüber dem Fernsehen und der Videotechnik verloren hätten. Ich möchte zeigen, dass die neue Ästhetik von Passion sich gerade durch Godards Erfahrungen erklären und auch rechtfertigen lässt, die er durch seinen Ausstieg aus dem industriellen Kinoapparat wohlgemerkt zu einem Zeitpunkt, zum Zeitpunkt seines Höchsten,
nach seiner Rückkehr nie wieder erreichten cineastischen Ruhms machen konnte und machen musste. Es spricht einiges dafür, in Passion sogar eine nachträgliche Auseinandersetzung mit jeder revolutionären Passion zu sehen, die den Regisseur zur emphatischen Solidarisierung mit den aufbegehrenden Studenten des Pariser Mai und der Sache der Arbeiter getrieben hatte. Schon viel früher, bevor er eigene Filme zu drehen begann, 1950, hat der 19-Jährige in einer Streitschrift für ein politisches Kino, übrigens die in einer Wochenschau festgehaltene Begeisterung junger deutscher Kommunisten beim Marsch in den Mai, mit der Schönheit und Leidensbereitschaft des heiligen Sebastian verglichen. Der Zustand des Beherrschtseins, und sei es ein intellektueller, durch die Kraft der Propaganda hervorgerufener, schien ihm religiöser Hingabe vergleichbar und dem Subjekt eine transzendente Heiterkeit zu leihen, so Richard Brodies Kommentar. 1968 schien die Chance für eine solche Selbsttranszendierung des Filmkünstlers gegeben. Die Verzweiflung, in die Godard stürzte, als er weder den Frankfurter Rebellen Daniel Cohn-Bendit, der ihm ein Filmprojekt antrug, noch seine Frau Anne Wiasemski für sein Ziel einer ernsthaft anderen politischen Filmkunst begeistern konnte, führte nicht nur zum Scheitern seiner zweiten Ehe und zum Bruch mit vielen seiner cineastischen Kollegen. Diese Verzweiflung war ein Wendepunkt, denn Godard musste einsehen, dass der Versuch, durch die partnerschaftliche Kooperation mit dem maoistischen Aktivisten Jean-Pierre Gourin ihrer Herr zu werden und Filmkunst als direkten politischen Beitrag zur sozialistischen Aufhebung der Klassenschranken zu realisieren, zum Scheitern verurteilt war. Gourin verließ die Ziga-Werthof-Kooperative, um mit eigenverantwortlichen Projekten nach seiner Identität als Filmregisseur zu suchen. Offenbar kam er nach Tout va bien nicht mit der Publikumsreaktion zurecht, die seinen Anteil auf den des schlauen politischen Verführers reduzierte, der sich eines ihm weit überlegenen Meisters bediene. Damit war klar, eine radikale, den bürgerlichen Kunstbegriff verabschiedende Position war nicht zu halten, wenn schon der revolutionäre Filmemacher selbst sein Recht als Autor obenan stellte. Godards Würdigung aus dem Jahr 1975 lässt diese Schlussfolgerung erkennen. Zitat: Den einzigen originellen Filmemacher, den ich in meinem Leben traf, war Jean-Pierre Gourin, dessen Originalität nicht darin bestand, Einstellungen wie Hitchcock oder Eisenstein drehen zu wollen, sondern vielmehr darin, dass er dem Film seinen Stempel mit jemand anderem zusammen aufdrücken wollte. Zitat Ende. In einem anderen Interview bemerkt er, dass er, nur um etwas zu tun, mehr als einer sein müsse. Zitat: Das einzige Ziel eines Selbst ist es, zu zweit zu sein. Zitat Ende. Godards persönliche und offensichtlich bei aller Spannungsfülle fruchtbare Lösung war die bis heute währende Partnerschaft mit Anne-Marie Mierville, die seine politischen wie seine cineastischen Ideale teilte und den Part Gourins wie Wiasemskis übernahm. Godard versuchte also durch dieses Zu-Zweit-Sein das Prinzip der Kollektivität für seine Produktion aufrechtzuerhalten, Liebes- und Arbeitsleben übereinstimmen zu lassen, jenseits der zuvor zweifach erprobten traditionellen Ehe zwischen dem Regisseur und einer Schauspielerin. Also auch in Passion wird Mierville wieder genannt, also als Beraterin und Fotografin. Ist also immer sozusagen mit kooperierend. Um die formal-ästhetischen Konsequenzen aus Godards revolutionärer Periode in den Blick zu bekommen, ist die weite Dimension und Tradition dieser aufrechterhaltenen Utopie der Kollektivität von Leben und Kunst zu bedenken. Mein Gedanke ist kurz gesagt folgender. Godard stieß 1968 folgende auf die ideologische Prämisse seiner filmischen Arbeit, die romantische Idee des Gesamtkunstwerks. Schon das Frühwerk ist diesem Konzept in der permanenten Aufhebung der Grenzen und Hierarchien zwischen den Gattungen und Medien verpflichtet. 1968 jedoch stand für den zweiten, entscheidenderen gesamtkünstlerischen Entgrenzungsschritt, nämlich die Überführung der Kunst ins gesellschaftliche Leben.
Im Scheitern erwies sich die imaginäre Qualität und zutiefst bürgerliche Grundlage dieser Vorstellung in einer klassischen Autonomieästhetik, die die Wirklichkeit der Kunst der Schöpfungsgebärde einem omnipotenten und freilich maskulinen schöpferischen Künstlersubjekt zuschreibt. Godards Schlussfolgerung bestand, so meine These, in einer paradoxen Bewegung. Mit Passion beginnt er, anknüpfend an Le Mépris von 1962 mit Brigitte Bardot, wieder großes Star-Kino zu machen, was er nun aber ausdrücklich als ein Respektieren des Publikums verstanden wissen will, also als eine Anerkennung von kollektiver Kinokultur. Andererseits konfrontiert er sich direkt mit den romantischen Bestandteilen und ästhetischen Methoden des Gesamtkunstwerks, um aus ihnen die Kritik an der Pseudologik des Erzählkinos, dem falschen Ganzen, noch einmal neu zu entfalten. Er verwirft also nicht den regressiven Traum der Gesamtkunst, sondern performiert und analysiert seine Bestandteile, nicht zuletzt im Sinne der Revision des eigenen Werks, zu der er in Passion vielfach in vielfacher Weise ausholt. Zu den Motiven des Gesamtkunstwerks gehört die Hingabe an das Leben der Natur, dessen Bewegung als quasi mythologischer Zusammenhang Kunst und Gesellschaft umgreift. Für Runge wie für Friedrich strebte alles zur Landschaft. Natur wurde Kirche. Zum Motivschatz der Gesamtkunst gehört aber auch die magische Ikonisierung der Künstlerfigur, die Godard durch seine Selbstdarstellung in dem Videofilm Scénario du film Passion einführt. Ein Ausschnitt daraus haben Sie gerade gesehen. Die wichtigste künstlerische Methode der Gesamtkunst, zeichnerisch, architektonisch wie auch literarisch operierend, ist die Arabeske. Das islamische Ornament der stilisierten Blattranke, das Runge für seinen mythologischen Zyklus der Zeiten verwendete, wurde seit dem späteren 18. Jahrhundert zum Modell eines autonomen kreativen Prozesses, der nicht mehr die anthropozentrische Ratio einer zu erzählenden Geschichte erfüllt, sondern einer assoziativen, aus der unendlichen Wiederholung und Variation der Einzelfiguren gewonnenen Ordnung verpflichtet ist, die einzig der Fülle und Mannigfaltigkeit des Wirklichen gerecht werde. In poetischer Hinsicht steht die Arabeske für die Synthese und Potenzierung der Gattungen. Sie ist Erzählung und zugleich kritische Theorie der Erzählung. Sie postuliert, wie exemplarisch Friedrich Schlegel ausführte, die Vereinbarkeit des Unvereinbaren, des Hohen und des Niedrigen, des Sakralen und Profanen in einer Erscheinung. Nun ist die Affinität Godards zur frühromantischen Ästhetik wohlbekannt. Es gelte jedoch, diesen Bezug vor dem Hintergrund der eskapistischen Dimension des Gesamtkunstwerks zu differenzieren, das exemplarisch durch seine Ausformung in der Kunstgewerbebewegung die Lebenswelt in eine ästhetische Totalität verwandelte und gegen die Realität abschließt. Das ganz und gar dem biomorphen Arabeskenornament angepasste Raucherzimmer von Henry van de Velde aus dem Jahr 1895, Feldes beispielhafte, alle Lebensbereiche umfassende Gestaltungsattitüde ist ja gerade aktuell durch einige Ausstellungen sehr präsent, mag diese Autonomie einer ästhetischen Existenz illustrieren, wie sie auch jenseits solch modischer Stileinheit im wohlhabenden Bürgertum seit dem späteren 19. Jahrhundert gepflegt wurde. In einem solchen Gesamtkunstwerk, dem von Reichtum und hoher Bildung geprägten Elternhaus am Genfersee, hat Godard seine paradiesische Kindheit verbracht. Der den Symbolisten nahestehende und dann eine Poesie pure vertretende Dichter Paul Valéry war mit Godards Vater gut bekannt und gab dem kleinen Jean-Luc Lateinunterricht. Zum Abendessen wurden die Kinder zu Rezitationen angehalten. Hier lebte der spätere Regisseur, wie er in einem Interview ausgeführt hat, seinen ersten Traum, aus dem er in der Scham erwachte, in seiner phantasmatischen Idylle nichts von dem gleichzeitigen Kriegsgeschehen erfahren zu haben. Die Neigung zur deutschen Romantik, die er über seinen Vater erbte, hatte den Schönheitsfehler, dass sie sich einer politischen Nähe zu Hitlerdeutschland zugesellte. Godards Eltern waren dem Vichy-Regime treu ergeben. Der zweite Traum Godards war wieder ein Gesamtkunstwerk, das aber nun die Irrealität des ersten bekämpfen sollte.
Eine Form des Films nämlich, die einfach alles umfassen und keine Grenzen anerkennen sollte. Das Scheitern dieses zweiten Traums nach 68 habe ihn mit der Realität bekannt gemacht, aber hinter dieser Realität, so Godard, habe er wiederum das Imaginäre gefunden. Friedrich Schlegels Arabeske bleibt ästhetisches Produktionsprinzip, doch ihre Absicht auf eine, Zitat Schlegel, Konstruktion des Ganzen wird als eine stets und notwendig scheiternde Versuchsanordnung verschärft zurückgewiesen. Zu dieser Historisierung des Gesamtkunstwerks gehört es, dass Godard das poetologische Prinzip der Arabeske in der Diägese vergegenständigt. Im auffälligen Dekor einer Bluse von Hanna Schygulla. Links. Wir tun unser Bestes. Dass dies keine zufällige Musterwahl ist, verdeutlicht die programmatische Wiederaufnahme in Nouvelle Vague, unter anderem an der Strickjacke, die die Protagonistin Emilia trägt. Beide Frauenfiguren sind meines Ermessens neu im Figurenarsenal Godards, denn es sind unabhängige, starke Frauenfiguren, die Kapitalmacht und erotische Faszination verbinden. Dass an der Hotelbesitzerin Hannah exemplarisch das ästhetische Prinzip des Films demonstriert wird, mag die Einsicht in die Klassengebundenheit der Kunst selbst in ihrem avanciertesten Ausdruck zeigen. Der polnische Regisseur Jerzy, Regisseur des Films im Film, als solcher natürlich das alter Ego Godards, kann sich nicht zwischen Hannah und Isabelle, der Fabrikarbeiterin, entscheiden. Auch diese von Isabelle Huppert gespielte Figur der Arbeiterin, die für die Einrichtung eines Betriebsrats kämpft, einen Streik plant und schließlich ihre Arbeitsstelle verliert, dürfte in Godards Werk eine Innovation darstellen. Sie verweist überdies auf einen realen politischen Kontext, die Zerschlagung der Solidarność-Bewegung in Polen. Wie mehrfache Andeutungen im Film vermuten lassen, ist Jerzy, vielleicht in Anspielung auf den polnischen Regisseur Jerzy Skolimowski, wegen der angespannten politischen Situation ins Exil gegangen, um dort in der Schweizer Provinz seinen Film zu drehen, für den er Statisten aus der nahegelegenen Fabrik rekrutiert. Seine politische Einstellung jedoch ist ungewiss. Immer wieder entsteht die Frage, ob er Genosse sei. Isabelle ist enttäuscht, dass er sein Versprechen nicht hält, zu einer Arbeiterinnenversammlung zu kommen. Schließlich wirft sie ihm in der hier rechts abgebildeten Schlüsselszene vor, dass er sie nicht in seine Arbeit einbeziehe und dadurch mit ihr gebrochen habe. Ganz entscheidende Szene, ziemlich am Schluss des Films im Rahmen der Greco-Sequenz. Bei allem Hang zum Sublimen, den wir nun gleich näher betrachten werden, artikuliert Passion ganz im Sinne einer marxistischen Soziologie den Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit und die Utopie seiner Aufhebung. Die Arabeske, so würde ich meine Deutungsthese formulieren, bezeichnet die kritisch beobachtende und sinnverknüpfende Arbeit der Kamera und des Schnitts, die diesen Gegensatz in einer Reihe von weiteren Gegensätzen spiegelt und in der reflexiven Bewegung aushöhlt. Zu diesen arabesk vereinigten Gegensätzen gehören an erster Stelle die Relation von Fiktion und Dokument bzw. Realraum sowie von Stummfilm und Tonfilm. Sie werden etwa feststellen, dass einzelne Einstellungen wie Schriftinserts, also ohne szenisch verknüpft zu werden, in Sequenzen eingeschnitten werden, zum Beispiel Bilder von Isabelle in der Fabrik in die Studioproduktion von Rembrandts Nachtwache. Oder dass die Lippenbewegungen der Sprechenden stumm bleiben, da der Ton asynchron abgespielt wird. Schon im Prolog wird das arabeske Gesetz der Vereinigung des Hohen und des Niedrigen spannungsvoll zur Geltung gebracht und zugleich Totalität verweigert. Die Kamera folgt der diagonal aufsteigenden Kondensspur eines fernen Flugzeugs, das selbst unsichtbar wie ein magischer Zeichenstift eine zarte Linie in den von schwarzen und weißen Wolken durchsetzten Himmel malt, die sich in der Folge zu einer dramatischen, malerisch verbreiteten Geste steigert, Kontrapunkt zu den mechanischen oder beiläufigen Alltagshandlungen der Filmfiguren, die hier eingeführt werden.
eingeschnitten in die Folge der Himmelsbilder sind, sozusagen als deren irdisches Pendant, die Protagonisten des Films. Die Arbeiterin Isabelle schiebt in der Fabrik einen Container vor sich her. Jerzy, der polnische Regisseur, sitzt am Steuer seines Wagens, begleitet von Isabelle auf dem Fahrrad. Die Hotelbesitzerin Hanna zieht sich gerade im Beisein ihres Ehemannes, des Fabrikbesitzers, gespielt von Michel Piccoli, die Bluse an. Die Liebesbeziehung zwischen dem Künstler und der Arbeiterin, ein Bild der Hoffnungen von 1968, wird gegen Ende des Films mit dem Lamm Gottes Christi Erlösungstod und der Jungfräulichkeit Mariens assoziiert und mit dem Tableau Vivant von El Grecos Himmelfahrt Mariens parallelisiert. Das aufsteigende Flugzeug des Prologs antizipiert diese Himmelfahrt. Ein zum Abflug bereites Flugzeug wird nach dem letzten, nunmehr bruchstückhaft im Realraum erscheinenden Tableau des von Watteaus Einschiffung nach Kythera, der Liebesinsel, den Film beschließen, der sozusagen in den Anfang zurückkehrt, denn die Suche aller bleibt unerfüllt. Es muss, so eine Sprecherstimme aus dem Off, weiter gesucht werden. Dass diese Suchbewegung maßgeblich mit dem Instrument der Kamera potenziell unabhängig von den Bewegungen in der Mise en Scène ausgeführt wird, artikuliert im Übrigen die zweite Himmelseinstellung des Prologs ohne Kondensstreifen, in der allein die vertikale Aufwärtsbewegung der Kamera und ihr taumelnd kreisender Abwärtsschwenk gezeigt wird, was man als Pass pro Toto der Bewegung des Films im Ganzen lesen kann. Vielleicht erinnern Sie sich an diesen zweiten Himmelsblick ohne diesen Kondensstreifen. Wichtig ist auch, dass die feierlichen Himmelsbilder mit den Einstellungen aus Fabrik, Hotel und von der Straße keineswegs diegetisch verklammert werden. Wesentlich ist der Kontrast, wo die leuchtende Kondensspur in den dramatischen Wolken verwoben mit der dunkel aufklingenden Klaviermusik Ravels uns in eine Stimmung der Ergriffenheit, eines Wundererlebens gar versetzt, bleiben die Räume und Bewegungen der Figuren indifferent, ausdruckslos. Und doch wird hier schon klar, dass die Himmelsbilder die Funktion der folgenden Meisterwerke der Malerei übernehmen, das emotionale Leben dieser Figuren, ihre Sehnsucht in der Liebe wie in der Arbeit über sich selbst hinaus zu gelangen, aufführen. In einer Projektbeschreibung führt Godard selbst aus, Zitat, man könnte auch sagen, dass es auf der einen Seite die reale Welt der Arbeit und auf der anderen das fiktionale Spektakel der Liebe gibt. Einerseits das durch einen neutralen Stil markierte dokumentarische, andererseits die durch einen funkelnden, lyrischen Stil geprägte Fiktion oder Eis und Feuer. Denn all die Probleme der Arbeit, die im Fokus des Alltagsbewusstseins stehen, sind von Leidenschaft, Passion, zerfressen wie ein Vulkan, dessen Ausbruch unmittelbar bevorsteht. Zitat Ende. Zur Besonderheit von Godards arabeskem Realismus gehört es freilich, dass er auch das Spektakel der Fiktion mit der Kontingenz des Dokumentarischen kreuzt. Überliefert ist nämlich, dass Godard diese Himmelsbilder der Eingebung des Augenblicks folgend selbst gefilmt hat, ohne Vorsatz und Vorbereitung. Godard sah den Kondensstreifen des Flugzeuges, schnappte sich die Kamera und ließ sie laufen, so Harun Farocki. Die Kamera ist hier dem vorfilmischen Ereignis nachgeordnet. Sie kann nichts tun, als ihm blind zu folgen. Die Spontanität dieser Einstellung wird noch durch die erwähnten wackeligen Schwenks betont. Sie folgen Godards Augenbewegungen, so der Kommentar von Farocki. Nach diesem Kommentar erfüllte Godard so bereits seinen Anspruch, den Film aus dem Sehen eines Bildes hervorgehen zu lassen, statt sich durch ein Drehbuch Vorschriften machen zu lassen. Das Bild des Himmels ist gemäß der Anekdote ein Fundstück, ein Objet trouvé. Zugleich steht es bereits in einer Kette von Bildern, entfaltet es eine Ikonografie, die Godard schon seit seinen ersten Filmen entwickelt hat. Der Himmel ist nicht erst seit Une Femme Mariée, unten rechts, hier aber besonders anschaulich ein Bild der Kinoleinwand, deren Flächigkeit und darin liegt die poetische Gewalt des Bildes in Passion, durch den Kondensstreifen gleichsam verifiziert wird. Aus einer Metapher wird sozusagen Wirklichkeit. Die ansteigende Diagonale und die in jubilierenden Höhen gipfelnde Klaviermusik geben dem Himmelsbild nun gegenüber früheren Ausprägungen einen deutlich produktionsästhetischen Akzent.
Das Zeichnen mit der Kamera, das freie Experimentieren war mit der Videotechnik möglich geworden. Dies demonstriert Godard innerhalb des Films in einer Szene, die Hanna und Jerzy bei der Betrachtung von Probeaufnahmen auf dem Videorekorder zeigt, zugleich eine Liebesszene mit religiösen Akzenten, denn Hanna gibt der Musik, dem Incarnatus Est aus Mozarts C-Moll-Messe, durch den himmelnden Blick der Märtyrer Ausdruck. Noch nachdrücklicher bringt Godard die Videotechnik in dem eingangs schon gezeigten Szenario du Film Passion zur Geltung, das die Entstehung des Films kommentiert. Gezeigt wird der Regisseur in Rückansicht vor einer weißen Leinwand, auf der allmählich Bilder des Films erscheinen, mit denen er dann zum Teil direkt durch Gesten, Berührung und Sprache kommuniziert. Einerseits wird also das stolze Bild des souveränen Künstlerindividuums aufgerufen, das auf dem Weiß der Leinwand seine Schöpfung entstehen lässt, gleichsam aus dem Nichts. Andererseits zeigt sich Godard klar in der Position des Betrachters auf Seiten der Kinozuschauer. Wie sie wartet er darauf, dass ein Bild erscheint, das er empfangen kann, um, wie er sagt, das Drehbuch zu sehen, da er keines schreiben will. Wie Odysseus am Ende von Le Mépris begrüßt er sein Ithaka und ist doch zugleich Teil eines Palimpsestes, in dem er verschwindet. Ich kehre noch einmal zurück zu den ersten Einstellungen von Passion. Das in den Himmel aufsteigende Flugzeug verkörpert, wie die auf den Himmel gerichtete Kamera in Le Mépris, die technologisch-industrielle Komponente der filmkünstlerischen Produktion, aber auch ihren im Prolog zu Le Mépris durch ein Zitat Bazins vermittelten utopischen Sinn. Das Kino, sagt Bazin, schafft für unseren Blick eine Welt, die auf unser Begehren zugeschnitten ist. Also diesen Text hört man aus dem Off zu dem Prolog von Le Mépris hier unten. Das gen Himmel aufsteigende Flugzeug verweist außerdem auf die konkrete, an jene Technologie gebundene Existenz des Regisseurs, der permanent zwischen den Kontinenten unterwegs war, stets mit einem Flugticket erster Klasse in der Tasche für eventuell kurzfristig zu gewinnende Stars. Also auch Hanna Schygula hat er so ganz zufällig am Flughafen dann mal so eben engagiert. Das Flugzeug ist filmisches Produktionsmittel analog zur Kamera, mit der Jerzy später in der Delacroix-Sequenz einen Ritt über den Himmel vollführen wird. Eine der großartigsten und hochironischen Einstellungen des Films. Am Schluss wird er, wie schon erwähnt, ein Flugzeug besteigen, um nach dem Misslingen seines Films wieder in Polen sein Glück, sein Elysium zu suchen. Das Bild des gen Himmel steigenden Flugzeugs, dessen Kondensspur eine Linie zeichnet, als ob der Himmel eine Fläche sei, ist vielleicht die dichteste Visualisierung von Godards filmischer Produktionsästhetik, die er im Szenario selbst auf die Vereinigung der Metapher mit dem Realen, des Fiktionalen mit dem Dokumentarischen gegründet wissen will. Wenn diese Überschneidung gefunden sei, sei das Drehbuch fertig, könne der Film produziert werden. Nun erst sei auch Erfindung möglich. Die Assoziation des Pinselstrichs oder der Zeichnung führt, jenseits aller diegetischen Zusammenhänge, das Modell der Malerei und ihrer filmischen Transformation ein. Die Bewegung des Flugzeuges als Metapher der expressiven malerischen Geste korrespondiert mit der Bewegung der Kamera, die sich wie schon bemerkt durch das wackelnde Bild deutlich als Handbewegung, also auch als eine Art von Maniera, äußert. Wie aber wird das Verhältnis zu den dokumentarischen Alltagsszenen bestimmt? Wenngleich alle sieben Einstellungen des Prologs durch die Musik Ravels verklammert und dadurch in ein Kontinuum eingebettet werden, ist ein grundlegender Kontrast offenkundig. Während die aufsteigende Diagonale des Flugzeugs, verfolgt durch die Kamera und untermalt durch die zunächst verhaltene, dann zum Crescendo gesteigerte Musik ekstatische Entäußerung ankündigt, bleibt die Bewegung der Protagonisten der Horizontalen verhaftet, wirkt sie beinahe mechanisch. Durch den stetigen Wechsel zwischen den Himmelsbildern und den Szenen aus dem Arbeits- und Liebesleben Isabels, Hannas und Jerzys, aber auch durch das musikalische Kontinuum und das allen Motiven innewohnende Bewegungsmoment ist man freilich sogleich bereit, die mit der pathetischen Himmelsschrift signalisierte Leidenschaft auch der Fabrikarbeiterin, der Hotelbesitzerin und dem Filmemacher in ihrem Alltag zuzuschreiben.
Liebe und Arbeit lautete ein Untertitel, den Godard seinem noch in Planung befindlichen Film zuwies und der die Intention umreißt, die strukturelle Ähnlichkeit jener Lebensbereiche herauszuarbeiten, die gewöhnlich als komplementäre aufgefasst werden. Die anfangs gezeigte Passage aus dem Szenario hatte diesen Zusammenhang anhand eines Vergleichs einer Fotografie von Isabelle bei der Arbeit und einem Gemälde von Tintoretto illustriert. Die Bewegung zwischen Mensch und Maschine sei ähnlich der Bewegung der Liebe. Diesem Bild, das wieder die soziale Utopie des Gesamtkunstwerks aufruft, wohnt ein libidinös-energetisches Gesetz inne. Die Wiederholung als Strukturprinzip aller Bilder und auch der musikalischen Motive steuert auf Ekstase, auf einen Kulminationspunkt zu, auf einen Moment der Erlösung. Anders als Eisenstein, der in seiner Greco-Lektüre dieses aus der abstrakten Wiederholung geborene Ekstatische als das schlechthin kinematische Begriff und dem revolutionären Pathos zuordnet, bleibt es bei Godard, auch wenn es intensiv erlebt werden kann, vereinzelt. Ein Zitat unter anderem. Die Explosion auf der Tonspur des Prologs ergreift nicht den Alltag Hannas und Michels, der gleichzeitig gezeigt wird. Auch im ersten Bild der Diegese entzieht sich Godard der Erwartung an eine Fokussierung und dynamische Lenkung unserer Aufmerksamkeit. Es zeigt in Totale von fern die Filmcrew in gereizter Geschäftigkeit am Rande einer von wilden Blumen und Grünpflanzen überwucherten Brachfläche, die die Größe des irdischen Kosmos in Ergänzung der Himmelsbilder zur Anschauung bringt. Dass der Film als Gesamtkunstwerk dieses Universum verkörpert, markiert Godard durch die entsprechende Farbigkeit des Emblems der Produktionsgesellschaft, die die postkinematografische Revolution in Erinnerung ruft, indem sie Tele und Video im Titel führt, aber nicht den Film. Die filmische Aufführung von Rembrandts Nachtwache, mehreren Werken von Goya, Ingres und Delacroix, dem schon genannten El Greco und zwei Bildern Watteaus, ist Gegenstand von Jerzys Film, der sich wie Godard trotzig gegen die Ansprüche der Geldgeber verteidigt, eine Geschichte liefern zu müssen. Und auch Godard will, obwohl er darüber hinaus Jerzys Projekt dokumentiert, keine Geschichte erzählen, sondern nach eigener Ausführung das Verhältnis von Liebe und Arbeit generell reflektieren. Die Szenen des Shooting der Produktion sollen als rein emotive Close-ups zwischen die reale Aktion gestreut werden, deren Gefühlskälte durch die Ankunft des Winters gespiegelt wird. Diese Szenen der Produktion würden, so Godard, Zitat, gleichsam erlauben, die Bewegung der Passion zu sehen, wie einen Regenschauer oder einen Windhauch, bevor sie Körper und Seelen passiert haben und sie entweder an das Unglück ketten oder in Hoffnung erlösen. Jede dieser Szenen in der TV- oder Filmproduktion, was auch immer, wird von einem berühmten klassischen Gemälde abgeleitet. Jede dieser Szenen wird in irgendeiner Weise die vorhergehende oder kommende reale Handlung beleuchten. Zitat Ende, Godard. Ich illustriere diese Korrespondenzen anhand der Analogie der Posen des Erschießungsopfers aus dem Goya-Tableau und derjenigen Isabels in einer Szene nach ihrer Entlassung aus der Fabrik. Also ist klar, dass hier die Referenz auf den Christus der Passion, auf die Kreuzigung gegeben ist. Godard schildert in der zitierten Äußerung das flächenräumliche Beziehungsgefüge der Arabeske als Instrument eines filmischen Realismus, der sich nicht, wie der von Bazin propagierte, in der Tiefe des Handlungsraums erfüllt, sondern im Wiedererkennen von Ähnlichkeiten, zum Beispiel der Bewegungen und Gesten von Kostümen und Accessoires. Die dem Film inhärente Theorie filmkünstlerischer Produktion vermittelt sich also durch ein Geflecht von Beziehungen, das die Isolierung einer narrativen Figur unterminiert und stattdessen eine Schichtung von Bildern vornimmt. Zu dieser Vervielfältigungsstrategie gehört auch, dass das Motiv des Films im Film als solches ein Zitat ist und als Bearbeitung und Revision von Le Mépris, wie schon erläutert wurde, auftritt. Dort ging es um die Verfilmung der Odyssee von Fritz Lang, der sich selbst spielte.
Die Engführung zwischen realem und fiktionalem Film, Godard und seinem diegetischen Alter Ego, ist jedoch in Passion ungleich verschärft, da der Binnenfilm denselben Titel, nämlich Passion, trägt wie der reale Film, in dem er erscheint. Und anders als Fritz Langs Films in Le Mépris scheitert die Produktion des polnischen Regisseurs Jerzy. Insofern scheint Godard seinen früheren Film auch korrigieren zu wollen. Eine ironische Replik besteht schon darin, dass Michel Piccoli, der dort die Rolle eines Drehbuchautors spielte, der seine künstlerischen Ambitionen preisgibt, um die projektierte Verfilmung der Odyssee im Sinne des Produzenten abzuändern, nun den autoritären Fabrikbesitzer spielt. Raoul Coutard, der Kameramann Godards in Le Mépris wie in Passion, spielt auch den Kameramann Jerzys. Wir als Zuschauer sehen allerdings immer durch Godards Kamera, niemals durch Jerzys, was die kritische Distanz verschärft. Die steinernen Götterbilder, die Lang zum Ärger des Produzenten auftreten lässt, werden durch die Meisterwerke der manieristischen, barocken und romantischen Malerei ersetzt. Und so wie schon in Le Mépris eine Beziehung zwischen dem Mythos und der Spielhandlung hergestellt wird, welcher letzteren aber auch, wie ich meine, also, Entschuldigung, also etwa zwischen Odysseus Ehe und der Michel Piccolis mit Brigitte Bardot hergestellt wird, welcher letzteren aber auch, wie ich meine, die hier im Screenshot abgebildete Athena zugeordnet wird, deuten in Passion die einzelnen Tableaux vivants das, was zuvor oder was danach gezeigt wird. Also man kann auch schon durch den Blick und die ephemere Position der Figuren, hier zum Beispiel Isabelle und die Marketenderin aus der Nachtwache, miteinander in Beziehung setzen. Das gibt der Film sozusagen durch seine Montage vor. Alle Bilder sind auf diese Weise letztlich in einer ontologischen Schicht angeordnet. In diesem Sinne besteht Godard darauf, das einzelne Bild als zeugungsmächtige Quelle für ein weiteres Bild zu sehen, woraus die Konzeption der unendlichen Vervielfältigung resultiert. Dahinter stehen grundsätzliche Überlegungen zum Verhältnis von Film und Malerei, die sich schon in den 50er Jahren unter anderem an die Künstlerfilme von Alain René, die ja auch Thema hier eines Tags im Filmmuseum, eines Nachmittags waren, der sehr anregend war. Also eine Diskussion zum Verhältnis von Film und Malerei, ausgelöst durch René und den Picasso-Film von Clouseau. Bazin hatte dann grundsätzlich zwischen dem zentripetalen Rahmen des Bildes, das durch ihn als geschlossene statische Einheit bestimmt werde, und dem zentrifugalen Rahmen der Filmleinwand unterschieden, die sich wie eine Maske Cache auf die unendliche Realität öffne. An Renés Film Van Gogh begeisterte ihn die filmische Ausrahmung der Bilder. Ich zitiere: In diesem Film hat der Regisseur das Gesamtwerk des Malers wie ein einziges riesiges Tableau behandelt, wo die Kamera sich so frei bewegt wie in irgendeinem Dokumentarfilm. In der Straße von Arles dringen wir durch das Fenster in das Haus von Van Gogh ein und nähern uns dem Bett mit der roten Bettdecke. Ich zeige Ihnen das jetzt gerade mal. Dans sa chambre solitaire. Genau diese Methode, diese Operationsweise des Ausrahmens verwendet auch Godard, allerdings mit dem Ziel, die Destruktion der Bilder als Bilder und ihre Funktionalisierung im Sinne einer biografischen oder sonstigen Narration zu dementieren. Er setzt die bewegte Kamera als radikale Kritik an der linearen Fortschrittsrhetorik von Bazins Paragone ein, die die Überlegenheit des filmischen Raums gegenüber dem malerischen an die vermeintliche Öffnung in den Realraum knüpft, also ein einfaches Überspringen der ästhetischen Grenze annimmt. Wo Bazin die Grenze im Sinn der gesamtkünstlerischen Totalität des Films negiert, trennt Godard schärfstens zwischen Fiktion und Realraum. Es geht ihm nicht darum, in die Bildwelten der Meistergemälde einzudringen und das imaginäre Real erscheinen zu lassen, sondern um einen permanenten, kontrastierenden Abgleich mit dem Realraum. Gezeigt wird nicht das Meisterwerk, sondern die Bewegung seiner mühevollen, stets misslingenden Rekonstruktion, getragen von schwitzenden, angestrengten, gelangweilten, aber auch andächtigen und beseelten Schauspielern. Gezeigt wird die teilweise Arretierung, Perfektionierung und Wiederauflösung.
Genau gesehen sind es drei Medien, Malerei, Theater und Film, die sich durchdringen. Denn die filmische Wiederaufführung der Meisterwerke wird ja vermittelt durch die von Godard im Unterschied zu Jerzy demonstrativ gezeigte vorfilmische Inszenierung am Set. Also dafür ist dieser Himmelsritt von Jerzy, den ich Ihnen gezeigt hatte, ganz wichtig, aber auch die Goya-Sequenz. Wenn Godards Kamera verschiedene Tableaus in einem Raum vereint, wie in dieser Goya-Sequenz, wird dies als Konstrukt anschaulich. Die Grenzen des Gemäldes, wie die des filmischen Bildes, werden zum eigentlichen Thema. Ihre Überwindung durch den subjektiven Blick, wie ihn René Van Gogh Renés Van Gogh-Film vorgemacht und wie er vielleicht auch der Intention von Jerzys Kamera entspricht, persifliert Godard an der flanierenden Frau mit Hündchen und Sonnenschirm, die von Jerzys Kamera verfolgt, ihren Blick von der nackten Maya zu den erschossenen Aufständischen vom 2. Mai 1808 schweifen lässt, weil das Hündchen an der Leine zerrt und schließlich sich der Königsfamilie gegenüber sieht. Ich komme zum Schluss. Die Vorliebe für barocke und romantische Gemäldevorbilder lässt sich zum einen auf das in diesen Epochen zentrale Moment der Bewegung zurückführen, was sie gewissermaßen zu Prototypen des filmischen Bildes macht. Die Historienmalerei befolgte das sogenannte Gesetz des fruchtbaren Augenblicks, um der Fixierung des Bildes an einen festen Rahmen und zugleich der Prozessualität der darzustellenden Handlung gerecht werden zu können. Das malerische Hell-Dunkel in Rembrandts Nachtwache oder auch in Goyas Werken präsent, ist ebenfalls ein Mittel der dramatischen Zuspitzung von Handlung und Affekten. Auch dieses Prinzip gibt das Bild des von Wolken durchzogenen Tageshimmels der ersten Einstellung vor. Am Problem des Lichts, mit dem sich in der gesamten Malereitradition, freilich im Rahmen christlicher Semantik, die Darstellbarkeit höchster Wahrheit stellt, wird Jerzy scheitern. Sein Unmut über die misslingenden Dreharbeiten richtet sich vor allem darauf, dass er das richtige Licht nicht findet. Mir scheint, dass sich in diesem Punkt Jerzys und Godards Film trennen. Jerzy hat die Schnittstelle zwischen dem Fiktionalen und dem Dokumentarischen nicht gefunden, die Godard wieder in Anknüpfung an sein Frühwerk in der Sequenz der Arbeiterinnenversammlung programmatisch inszeniert. Isabelle wiederholt, hinterfangen vom sakralisierenden Lampenschirm, auf sehr dezente Weise allerdings, den vor allem von Belmondo praktizierten grimassierenden Blick aus dem Bild aus Abou de Souffle. Metapher schauspielerischer Expression de Passion, um Thomas Kirchner zu zitieren. Jetzt. Wenig später folgt ein rechts oben neutral prüfender Blick, der den ebenfalls dort schon thematischen, gleichsam einäugigen Blick der dokumentarischen Kameralinse vor neutralem Hintergrund aufruft. Also hier Fiktion, Dokument. Jerzys Problem ist, dass er diese letztere Dimension, die empirische Arbeit der Kamera, vernachlässigt und daher einer traditionalistischen Filmästhetik verpflichtet, an den Raum des Studios gefesselt bleibt, während allein Godards Passionfilm zwischen Studio und Fabrik, zwischen dem Scheinwerferlicht und dem gleißenden Sonnenlicht, zwischen fiktionalem und realem Raum wechselt. Eine erste visuelle Kulmination von Leidenschaft findet bezeichnenderweise nicht innerhalb des ersten Tableau Vivant der Nachtwache statt, sondern unmittelbar danach, während einer sich beschleunigenden, von orgiastischen Ravel-Klängen beendeten Kamerafahrt entlang einer Baumreihe im Gegenlicht. Die Kapazitäten des Mediums überfordernde, seine Grenze sichtbar machende Aufnahme des Sonnenlichts, das Reflexe in der Kameralinse verursacht, stellt sich als sein angemessenes Bild dar. Ich danke Ihnen, damit bin ich am Schluss angekommen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Filmgenuss. Das Ende so großartig, wie er sich windet und dann immer wieder versucht, ein Ende zu finden, es dann doch schon wieder das Ende scheint und dann kommt auch noch eins obendrauf. Wie finden Sie das? Was sagen Sie zu diesem Ende? Ist das ja irgendwie nochmal besonders für Godard in der gewissen Weise? Ja, die Ende
Ist es an? Es ist an. Ja. Also das Ende des Films gehört ja auch zu diesem Rahmen, der sozusagen die Linie um die Dinge schließt, also die Kontur schafft, die es ja eigentlich nicht gibt. Und deshalb muss dieses Ende ja auch immer als Ende, als Schließung sozusagen verneint werden. Und das macht er hier ja auch permanent. Also es geht mit dem Satz ja los, ich finde den Schlusssatz nicht. Und dann diese Fahrt nach Polen, nun, dieser ganzen Belegschaft. Das hat ja, es ist ja auch nochmal ein offenes Ende, weil man nicht weiß, sind das jetzt neue Konstellationen zwischen Hanna und Isabel jetzt plötzlich, den beiden Frauen, oder wollen die nur nach Polen ihm nachfahren, oder begeben die sich nach Polen im Sinne jetzt der Metapher, es ist jetzt, sie begeben sich in die politische Wirklichkeit, also da wo sozusagen der Ort der Handlung ist, also wo es gerade eben setzen sie ihren Kampf fort sozusagen, zumindest für Isabel könnte man das fragen. Aber dann hat er ja, der Jerzy hat ja auch nochmal eine dritte Frau sozusagen mit einer dritten Frau angebändelt, also dieser Kellnerin, die ja auch eine sehr interessante Gestalt ist, die am Schluss nochmal so richtig charakterisiert wird, die verrichtet ja immer ihre beruflichen Aufgaben, verbindet ja immer sozusagen ihre Annahme von Bestellungen mit akrobatischen Übungen. Ne? Sie bildet einmal dieses Ornament quasi, so diesen Körperbogen. Ne? Das ist eigentlich auch der hysterische Bogen, wenn man das psychoanalytisch fassen will. Und am Schluss tänzelt sie ja so auch sehr herum und möchte eigentlich mit den beiden Frauen nicht mitfahren, weil sie Autos nicht mag. Und dann fehlte hier in dem Filmstück, da sagt nämlich, er gewinnt sie ja mit der Aussage, das ist kein Auto, das ist ein fliegender Teppich. Und da steigt sie ein. Genau, dieser Satz fehlte komischerweise. Und also ich sehe die Figur als wieder sozusagen die Schauspielerin oder eben noch in einem größeren Rahmen wieder als diese Vereinigung von Leben und Kunst. Ne? Also sie arbeitet und macht aus dieser Arbeit eine Kunstform. Ne? Und das ist sozusagen wieder dieser geschlossene Kunstraum, für den Jerzy ja steht und was ihm, glaube ich, vorgeworfen wird. Also deshalb denke ich, ist auch nochmal eine Kritik an ihm sozusagen, dass er jetzt diese Frau favorisiert und sich wieder in so ein Traumreich begibt. Ne? Also er ist ja der Prinz und sie die Prinzessin und so. So würde ich diesen Schluss ein bisschen kommentieren. Aber da kann man natürlich noch endlos weiter spinnen. Da ist eine Meldung. Ich komme einfach, also genau. Nein. Ich komme zu Ihnen, wenn Sie eine Frage haben. Wir zeichnen ja, schneiden das Ganze ja mit. Und dann. Wenn Sie Ideen. Genau. Wir haben auch außerdem gerade ja drüber gesprochen, also Frauen. Frauen sind immer ein sehr wichtiges Thema bei Godard und in diesem Film finde ich nochmal ganz besonders. Dieses Frauenbild, das er hier aufzeigt, das würde ich ganz gerne von Ihnen analysiert haben. Das kann ich bestimmt nicht so auf die Schnelle und auch gar nicht, also so weit bin ich auch gar nicht gekommen. Ich kann nicht sagen, dass ich diesen Film jetzt völlig durchdrungen hätte. Ich glaube, das hat noch gar keiner. Also da liest man ja auch also einfach abenteuerliche. Ich denke jedenfalls, ich kann nicht mich abgrenzen von einer sehr, sehr engen feministischen Kritik, die sozusagen solche Figuren wie die Weltwunde, ne? Also die, in der Ingre-Sequenz, also wo ja diese kleine Badende und das türkische Bad von Ingre nachgestellt wird, weitet er jetzt ja so aus, dass er die sich ins Wasser legen lässt und dann soll sie den Stern bilden und dann resoniert der Jerzy über die universelle Wunde. Das ist natürlich hochprovokativ für feministische Filmkritik, die dann eben so dieses Motiv rausgreift und sagt, das ist jetzt eine Frau, die als Taubstumme da, nun als Statistin da in ihrer Ohnmacht, ne, in ihrer völligen Passivität und Ausgeliefertheit nun da diesen Quatsch, also diese Figur da bilden muss. Also reine, frauenfeindliche Metapher, also in der natürlich die Kastration gemeint ist, aber das ist natürlich völlig verkürzt, weil er sagt ja die universelle Wunde und das ist sozusagen ganz streng nach Lacan die Situation für beide Geschlechter, ne? Also sozusagen vor und nach der Kastration. Also das ist auch einfach nicht so jetzt aufzulösen im Sinne von
Chauvinismus. Also auch weil es ja nicht die einzige Frauenfigur ist und die in einem größeren Ensemble steht. Natürlich wird auch immer an den Frauen diese Unterdrückung, diese Gewalt gezeigt. Also Godard hat ja den Anspruch, sozusagen die gesellschaftliche Realität zu zeigen, und das macht er sozusagen auch über diese Bilder, wo es ja auch um diese Gefangenen geht, diese nackte Gefangene, die dann ausbricht, die ist ja parallelisiert mit der Isabelle, die dann durch die Fabrik läuft oder vorher schon und da wieder eingefangen wird. Ne? Also da wird schon immer Gewalt gegen Frauen auch gezeigt, aber ich glaube eher im Sinne jetzt von Klassengewalt. Also es geht mehr um die Arbeiterin da, und es geht natürlich bei dieser Eroberung von Konstantinopel geht es natürlich um ganz andere politischen Konflikte, also um imperiale Machtausübung, ne, die jetzt nicht jetzt primär mit Gender zu tun hat. Also ich denke, da spielt es rein, und die Frauen sind auch immer ganz wichtige Figuren, und diese Arbeiterin ist ja sozusagen eine Heldin des Films, auch wenn nicht unbedingt eine ganz positive, da denke ich auch. Aber es ist schon ganz bewusst so gesetzt, dass er die Isabelle Huppert so als die neue Jean Seberg inszeniert. Ich habe da ja diesen Vergleich gemacht. Ich weiß nicht, ob ihn der eingeleuchtet hat, dass er ganz bewusst diesen Typus nochmal besetzt, dieses jungfräulich-mädchenhafte, aber eben jetzt nicht wie Jean Seberg, da die Studentin aus wohlhabendem Haus, sondern eben so diese Arbeiterin, die durch ihr Stottern eben auch dieses nicht angepasst sein oder dieses nicht im Besitz sein des herrschenden Codes ausdrückt. Das hat Godard auch selber mal so kommentiert. Alle haben ja einen Sprachfehler eigentlich, ne? Und ihr Sprachfehler ist eben dieses nicht, eigentlich diese Sprache, diese herrschende Sprache nicht meistern. Ne? Also, das Husten von Michel Piccoli ist dann eine andere Verformung, die sozusagen diese Aggressivität des Kapitalisten, ne, der sozusagen die Sprache zerstört, ne, also eigentlich durch seinen Aggressionstrieb, durch seinen Aneignungstrieb zerstört. Das ist sozusagen die andere Seite. Also mit anderen Worten, ich denke, die primären Konflikte sind sozusagen nicht die zwischen Mann und Frau, auch wenn die sicherlich dargestellt werden und auch als Gewaltverhältnis dargestellt werden, sondern eben diese marxistische Thematik von Kapital und Arbeit, also die revolutionäre Frage der Aufhebung von entfremdeter Arbeit ist ja hier in dieser Synthese von Liebe, also in dieser Idee, dass es die gleichen Bewegungen sind und dass eigentlich die Arbeit auch Lust ist und so, das wird ja so postuliert, und das ist so sozusagen der utopische Gedanke, um den es geht. Damit vielleicht aktueller denn je in dieser heutigen Zeit. Ich denke, ja, schon, würde ich so sehen. Die Frauen, das habe ich jetzt ein bisschen verlassen, das Thema schon wieder, aber das ist wirklich, wie ist das bei Ihnen angekommen? War das eine Meldung da oben? Eine Wortmeldung? Nein. Sie haben so die Hand gehoben, aber. Warten Sie kurz, ich komme zu Ihnen, sonst hören wir das nicht. Hallo, ich bin Marc. Guten Tag. Hallo. Ein Satz von dem Jersey, der irgendwo in der Mitte des Films stattfand, den fand ich ganz spannend, weil der, glaube ich, auch für die Zeit und die Auseinandersetzung heute mit Arbeit ganz wichtig ist. Der sagte nämlich, Geschichten kann man nur erzählen, wenn man sie erlebt hat, in einer Einstellung, in dem Studio, wo der ganze Irrsinn stattfand. Wie beurteilen Sie denn den Satz als Aussage des Protagonisten, auch in Form zum Beispiel von Godards eigener Arbeit und eben auch der Position in dem Film? Weil das ist ja eigentlich auch eine zentrale Frage. Hat denn Godard zum Beispiel seine ganzen Geschichten eigentlich wirklich erlebt oder lebt er nur in der Fantasie oder auch andersrum? Ja, Geschichten kann man nur erzählen, weil man sie vorher erlebt hat oder umgekehrt. Ja, also ich denke, das ist auch wieder ein Satz, der zusammenbringt oder diese Notwendigkeit unterstreicht, der konkreten Erfahrung, ne, der konkreten
oder im filmästhetisch ausgedrückt der dokumentarischen des dokumentarischen Filmbildes, ne? Dass er ja eben und da ist der Gegensatz zu Jerzy eben immer kreuzt oder vermischt oder entgegenstellt dem fiktionalen Bild, also immer auch um den Zusammenhang zu, dieser Satz verdeutlicht ja diesen Zusammenhang, ne? Er will es ja nicht einfach auseinanderreißen, aber ich finde, im Unterschied zu frühen Filmen von Godard wird also dieses hier Kunst und da Realität viel stärker separiert, also unglaublich übertrieben ja auseinander dividiert, und solche Sätze zeigen aber dann wieder, dass es darum geht, beides zusammenzubringen oder in der Fiktion eben auch den Impuls zur Wirklichkeit zu sehen oder die Öffnung da zu suchen in die Wirklichkeit. Und so verstehe ich das, also dass das seine Existenz auch ist. Deshalb habe ich eben so biografisch ausgeholt, weil ich mir Godard als jemand vorstelle, der eben lange in so, also der von Anfang an in so einer ganz starken Fiktionalisierung gelebt hat, ne, und dann immer durch diese Fiktion hindurch, ne, also diesen Zusammenstoß dann mit der Wirklichkeit inszeniert, aber das auch nicht ohne die Fiktion kann. Ne. Also das sehe ich in diesem Satz, dass sich beides bedingt. Das ist nochmal eben, ja, nochmal diese beiden Blicke von Isabelle, ne, der Ausdruck der Gefühle, der immer sozusagen schon Fiktion ist, und dann also dieses Beobachten, Aufnehmen der Wirklichkeit, was mit der Kamera konnotiert ist. Bitte. Ich habe... So. Ich glaube, dass dieser Satz auch zu was anregen soll, nämlich der soll dazu anregen, dass man sagt, also ich habe das auch schon mal erlebt. Ja? Also im Grunde genommen ist es eigentlich auch die Solidarität, die geschaffen wird, wenn man einen Film macht, dass ganz viele Menschen, die daran beteiligt sind, sagen, jetzt passiert was, was ich auch schon mal erlebt habe. Und dieser Augenblick der Solidarität, der in dem Machen des Films dabei entsteht, der ist im Grunde genommen auch schon das gesamte gemeinsame Erleben in dem Film, die gemeinsame Emotion, die sich darin ausdrückt, die auch dann schon wieder der Grund dafür ist, den nächsten Film zu machen. Denn wenn der Film fertig ist, ist diese Solidarität weg, sie löst sich in nichts auf. Und vielleicht kann der Zuschauer irgendwas in dem fertigen Produkt dann wieder entdecken, was er vielleicht auch schon mal wieder erlebt hat. Aber es ist eigentlich dann auch schon wieder der Antrieb, den nächsten Film zu machen. Also ich mache auch Filme. Ja, das kann ich nur bejahen. Das klingt sehr plausibel. Also wobei Godard ja dieses kollektive Erleben, das finde ich genau richtig, dass Sie das nochmal fokussieren. Das hatte ich ja auch eben auch als politischen Gedanken stark machen wollen, dass er diese Kollektivität für sich privat, aber auch eben im Film immer thematisiert. Er filmt ja diese Tableau Vivants immer so, dass man die Produktion erfährt, dieses Tableau Vivant. Ne? Und da sind aber dann ganz viele Geschichten mit dabei. Das ist nicht unbedingt dieses Gesteuertsein oder Begeistertsein von der einen Idee, sondern man merkt ja, es gibt dann viele Liebesgeschichten, Eifersüchteleien und Streits und Konfliktherde, die so am Rande mitlaufen oder damit verflochten sind, auch was da eigentlich stattfindet, nämlich die Produktion der Tableau Vivant. Aber es wird immer als eine kollektive Erfahrung dargestellt. Das ist, denke ich, auch ganz wichtig. Ja, vielen Dank für deinen reichhaltigen Vortrag, wie immer. Ich habe trotzdem einen Einwand. Du hast vom Gesamtkunstwerk gesprochen. Und das ist ja ein Begriff, der bei Richard Wagner eigentlich vorkommt zum ersten Mal richtig. Und nicht in der klassischen Romantik. Ja? Und dann könnte man sagen, die klassische Romantik oder auch die Kritiker von Wagner, nämlich Nietzsche und so weiter, haben ja genau sich gegen vielleicht auch ein Programm des ästhetischen Fundamentalismus gewehrt. Ja? Also gegen solche Leute wie Wagner gewehrt, die also von einem Gesamtkunstwerk wirklich ausgehen, weil das ist halt der Eskapismus. Und ich glaube,
vielleicht mache ich das jetzt zu holzschnittartig, aber man könnte sagen, dass solche Leute wie Godard grundsätzlich auch Skeptiker sind natürlich. Ja? Es sind Leute, die geschult sind in Rhetorik, die wissen, wie man Mittel verwendet, alle Arten von künstlerischen Mitteln verwendet. Und das zeigt sich ja auch in solchen Sätzen, die in dem Film vorkommen. Die Sprache, also sagt einen Text oder das sind alles so Formulierungen, da würde jeder Rhetoriktheoretiker sagen, ja, genau so ist es. Also die Sprache spricht uns, etc. Ja? Und das passt nicht ganz zusammen mit der Idee vom Gesamtkunstwerk bei Wagner. Oder siehst du das anders? Vielleicht habe ich das, ist das nicht ganz in meiner Intention angekommen. Ich glaube, wir sind da nicht different. Also ich denke, dass Godard eben mit den Motiven des Gesamtkunstwerks gegen das Gesamtkunstwerk, also als eine reaktionäre, regressive, sozusagen ästhetizistische Position angeht, ganz klar. Also in gewisser Weise auch von Anfang an vielleicht, aber ich habe nur herausstellen wollen, dass er eben vielleicht 68 gemerkt hat, dass das sozusagen der Knackpunkt ist oder dass er da in einem imaginären aufsitzt, also mit dieser Idee, Kunst unmittelbar politisch werden lassen zu können, ne? Dass das im Grunde das Gesamtkunstwerk ist, das sich abschließt gegen Wirklichkeit eigentlich. Ne? Also ist vielleicht ein bisschen gewagt, aber ich denke, man kann das Gesamtkunstwerk schon aus der Romantik, also auch wirklich, auch wenn da der Begriff nicht auftaucht, ist eigentlich üblich, dass man das Gesamtkunstwerk, also gerade mit Runge oder so ansetzt, weil das ist sozusagen dieser erste subjektive künstlerische Entwurf einer neuen Mythologie ist, auch dann im Sinne von Friedrich Schlegel. Und ich denke, damit hat Godard schon was zu tun und er weiß auch, dass er was damit zu tun hat und er kann das sozusagen immer nur gegen sich selber wenden, also gerade diese Naturbilder und also da mythologisiert er ja schon so in diesem kosmologischen, in dieser kosmologischen Metaphorik des Gesamtkunstwerks, also im Sinne jetzt der Arabeske. Das würde ich mir schon nicht nehmen lassen wollen, also das würde ich schon verteidigen, aber ich wirklich, es ist eine Kritik, es ist eine kritische Arabeske, das wollte ich schon stark gemacht haben und natürlich jetzt nicht eine Kontinuität von Wagner oder Runge, also ganz gewiss nicht, gerade nicht. Tja. Zweite Fragen, ja. Ganz einfache Frage, wie ist denn der Film rezipiert worden? Ist die Rechnung aufgegangen? War der Film so erfolgreich wie Herr Boudesouffle? Ich denke nicht, oder? Nein. Er war nicht so erfolgreich wie Das Hof qui peut. Das war ja der erste, der wieder sozusagen Kinofilm war, 1979. Und der hatte einen dollen Erfolg, auch kommerziell ganz okay. Und da hat man ihn von ihm sozusagen auch viel erwartet. Er hat ein Riesenbudget gehabt und war völlig, also wenn man den Kommentaren glauben kann, er war genauso ratlos wie Jerzy in diesem Film. Also er ist wirklich ohne irgendwie einen Plan, außerdem, dass er eben Meisterwerke verfilmen will, ne, daran gegangen und hat also auch nur zum Beispiel dann der Hanna Schigula am Flughafen dann mal so ein bisschen was aufgeschrieben, weil sie halt was haben wollte und so. Und also diese Produktion allein wird schon geschildert als ja eigentlich ein Debakel und er auch tagelang einfach nicht gedreht, weil ihm nichts einfiel und so. Und ja, also das wird, und er hat auch die Schauspieler attackiert, weil die eigentlich dieses kollektive Arbeiten, was er von ihnen wollte, also er wollte eigentlich, dass alle zusammen, das ist dann doch so seine Naivität eigentlich, da ist er also auch wieder rangegangen mit der Idee, die Texte, die kommen dann von den Schauspielern selber auch, ne? Und die sollten dann jeden Tag irgendwie einen eigenen Text abgeben oder so. Und dann war er wütend, dass also die Isabelle Huppert, die hat da wohl noch am ehesten mitgemacht, die hat es noch, ihn noch am ehesten toleriert, Hanna Schigula eigentlich auch. Aber die Isabelle Huppert war dann ganz, die hat dann einmal irgendeinen Text aus einem Buch abkopiert und da war also hell empört.
Aber es sind auch tatsächlich Sätze von Schauspielern, die dann sozusagen mit ihren Rollen verbunden haben, sind auch da, haben da auch Eingang gefunden. Das war so seine Vorstellung, dass das so aus dem unmittelbaren Agieren heraus entsteht, dieser Film. Und zum Beispiel diese Videosequenz mit Jerzy und Hanna Schygula, die geht auch auf einen Einfall von den beiden zurück. Die haben sich da zurückgezogen in dieses Videostudio und haben da angefangen zu experimentieren. Und da hat dann Godard irgendwie hinter einer Säule gestanden und das ein bisschen aufgenommen und hat dann da weitergesponnen. Und so also die Produktion. Aber Sie haben ja nach der Rezeption gefragt. Das war dann, also dieses Budget hat er da nicht eingespielt und die Rettung war eigentlich Mitterrand. Also genau in dem Jahr ist er dann wie heißt das in Frankreich, Ministerpräsident geworden. Und das ist ja sozusagen schon lange ein Förderer von Godard gewesen. Da gab es schon ein Vorspiel da in den 70er Jahren, als die Cinémathèque in Paris dann gerettet haben, alle zusammen. Da hat er schon eine Rolle gespielt. Und der hat nun Godard zu seinem Heroen, zu seinem Kulturheroen gemacht. Und da, deshalb musste er sich dann eigentlich ab da keine Sorgen mehr machen, glaube ich, so richtig. Also war er sozusagen als nationales Bildungsgut eingetragen und gefördert, also durch die Sozialdemokratie dann in Frankreich. Ne? Das war die Rettung. Ansonsten ist der Film nicht so gut gelaufen. Zunächst. Inzwischen gilt er ja als einer der Klassiker und ist also einer der bekanntesten und auch es gibt relativ viel Literatur darüber auch. Ich würde auch noch interessieren, Sie haben den Jerzy ja in Verbindung mit Jerzy Skolimowski gebracht. Gibt es da quasi Bezüge, wo Godard auch gesagt hat, das ist etwas, was ihn an Skolimowski interessiert hat? Oder wissen Sie da irgendwas drüber? Das ist eine reine Vermutung bisher. Also aufgrund des Vornamens und polnischer Regisseur, habe ich halt mal so geguckt. Und der stand wohl der, oder steht wohl der, nee, der ist nicht mehr, lebt nicht mehr, der Solidarność nahe und muss ins Exil gehen. Und also es gibt eine Parallele, eine Verbindung zu Godard, insofern auch der Jean-Pierre Léo bei ihm Schauspieler war, also der Godard-Schauspieler Léo hat eben auch für ihn gearbeitet, aber vielleicht weiß da jemand von Ihnen, vielleicht weiß Winfried da mehr, also ich habe das jetzt nicht weiter recherchiert, diese Idee gibt es auch bisher jetzt nicht in der Forschung, aber könnte ja sein. Ich glaube, der Jerzy heißt einfach Jerzy, weil alle Hauptfiguren, die in dem Film die Namen der realen Darsteller tragen, so wie die Hanna heißt und Isabel. Stimmt. Isabel. Ja, der und, heißt auch Jerzy. Ist auch eine Möglichkeit. Der hat den genommen, weil er vorher in einem Arbeiterfilm von André Weider gespielt hat. Ja, und Schauspieler. Das ist einfach der Hintergrund. Mit Skolimowski würde ich das nicht in Verbindung bringen. Skolimowski ist ja schon Mitte der in der zweiten Hälfte der 60er Jahre emigriert und dann nur für einen Film wiedergekommen. Und danach hat er nie mehr in Polen Filme gemacht. Ja, also scheint dann vielleicht eher nicht so tragfähig zu sein, diese Vermutung. Ja, ich habe noch eine Frage. Ja. Eigentlich viele Fragen, aber ich mache nur eine. Und zwar zum Licht. Man könnte ja sagen, zum Licht, ja. Mhm. Also man könnte sagen, gegen Ende des Films wird das Licht in Anführungsstrichen immer besser. Also oder immer schöner. Man könnte sagen, die Szene im Treppenhaus hat eine wunderbare Beleuchtung etc. und ist ein tolles Licht. Man könnte sagen, die Sequenz, die El Greco, das Tableau Vivant, hat ein Caravaggio-Licht. Ja. Im Anfang, die ersten Sequenzen mit den Wolken, haben mich sehr an Tintoretto-Licht erinnert. Könnte man sagen, oder ist das mal thematisiert worden in der Literatur, oder könntest du sehen, das ist eigentlich die Antwort auf die Frage, wenn man sagt, Jerzy als das alte Ego von Jean-Luc Godard, er sucht das Licht, er hat es nicht gefunden, und wenn er es erfindet, dann kann der Film aufhören. Weil man kann ja nur sehen, was im Licht erscheint. Es gibt auch diese schöne Formulierung im Film, es gibt keinen Schatten, es gibt nur den Widerschein. Es gibt ja gar keinen Schatten in dem Sinne, ein Nichts, sondern man kann nur sehen, was Licht ist. Ja?
Ja, das wäre aber dann eine Erfolgsgeschichte, ne? Wenn er tatsächlich das Licht gefunden hätte, und das sehe ich eigentlich nicht. Also, dass der Film sozusagen so, da so eine Progression zeigen würde, das ist doch so, dass er von Anfang an eigentlich immer an dem nicht richtigen Licht herumnörgelt und auch am Schluss dann eben abbricht, nicht mit dem Hinweis aufs Licht, sondern dass die Öffnung oder der Anfang fehlt. Ne? Aber also es wird festgemacht an dem Licht, und ich habe es ja so gedeutet, dass es eben Jerzys Problem ist, aber nicht unbedingt Godards, ne? Dass sie ja auch nicht ineinander aufgehen, gar nicht, sondern es auch ja einen Kontrast gibt zwischen dieser Studio-Produktion der Gemälde, wo eben immer dieses erfahrene Licht, um nochmal diese dokumentarische Schiene reinzubringen, also wo dieses Tageslicht eben nicht da ist, ne? Sondern nur die Scheinwerfer und dann eben der Delacroix mit der Himmelskulisse. Also da bei dem Himmelsritter merkt man ja genau seine Perspektive auf den Jerzy eigentlich, dass er da majestätisch in seinem Prospekt einherschwebt. Ne? Das ist ja wie so ein Adventus, ganz sublim geschildert, aber auch grotesk übersteigert, weil er sich ja in einer Puppenstube bewegt. Ne? Diese Miniaturen aus der diese Architektur von Konstantinopel ist ja so eine Puppenstube, die eben einer ganz anderen Raumproportion entspricht und so weiter. Also ich sehe sozusagen das als immer, also als durch den Film sich durchziehendes Problem, das Licht. Und die Treppe ist ja nicht Jerzys Film. Die Treppe wird ja aus Godards Film sozusagen gesehen, aus seiner Kamera. Und insofern wäre das kein Argument für so eine Entwicklung dahin. Das kann ich eigentlich nicht so sehen. Also ich denke, dieses Licht wird ja, diese Lichtfrage, das Licht wird als eben das Instrument der Wahrheit. Ne? Das ist ja auch die Brücke von der Malerei in den Film. Also er nimmt den Barock, er nimmt eine starke Hell-Dunkel-Malerei, um eben dieses Licht zu thematisieren, als das sozusagen Mittel, das Erkenntnis, Wahrnehmung überhaupt möglich macht. Ne? Da hängt ja auch diese ganze dokumentarische Intention dran. Und so sehe ich das eher, dass er eben sagen will, dass die Filmkunst sozusagen von der Malerei dieses Problem geerbt hat, aber es so lösen muss, dass sie eben nach draußen gehen muss und empirisch studieren muss, eben die Realität beobachten muss. Und ganz merkwürdig, also wenn man so eine Progression jetzt mal, wenn man mal jetzt guckt, gibt es eine Entwicklung in dem Film, dann müsste man sich ja fragen, warum sind die Bilder in diese Folge gestellt und wieso taucht am Schluss, das ist eigentlich meine Frage, ich habe auch noch 1000 Fragen, warum taucht am Schluss eben dieses Watteausche Bild der Einschiffung nach Kitera ja nicht mehr im Studio auf, sondern im Realraum in dieser Schneelandschaft. Nur noch eigentlich nur als Rudimente, ne, dieses Segelschiff und dann diese Paare, die tauchen ja plötzlich auf dieser Wiese auf, die real zu sein scheint, und da rennt die Hanna rum, und ich verstehe das jetzt mal so provisorisch so, als ob da jetzt nicht mehr die Produktion von Jerzy gemeint ist, sondern diese watteauschen Motive sozusagen ihre Liebesidee, ihre Sehnsucht nach Jerzy zum Ausdruck bringt oder vergegenständigt, weil sie sucht ja nach ihm. Sie ist eigentlich dann auch plötzlich so eine Figur mit dem Sonnenschirm, ne? So als ob sie noch aus dem Goya-Bild entsprungen sei oder vielleicht auch eine impressionistische Figur mit dem Sonnenschirm und rennt da in dieser Schneelandschaft herum. Also da werden ja Realraum und fiktionaler Raum auf eine ganz andere Weise gemischt als vorher. Ne? Also das ist auch so, das ist ja auch schon so eine Art Ausbruch, den Godard macht, oder gegenüber dieser Greco-Szene, an der ich mir die Zähne ausgebissen habe. Also die wollte ich ja eigentlich analysieren, aber die ist so rätselhaft. Und die ist für mich noch gar nicht erschlossen. Also dieses Bild von Greco wird ja nun ganz in der Immanenz des Gemäldes belassen, jedenfalls in dieser letzten, in diesem letzten Teil, wo also die Kamera an dem
an dieser Figurengruppe rauf und wieder runtersteigt, ist auch wieder die Kamera, die nach oben und dann wieder nach unten taumelt, ne, eigentlich als Taumel, also in den Ausgangspunkt zurück, auch wieder arabesk. Und da ist eben keinerlei Realraum, also der Bühne oder so etwas zu sehen, kein Scheinwerfer. Also da stellt er eigentlich dieses Tableau wirklich als Tableau hin. Gut, es gibt Bewegungen, Aus- und Anziehen und so weiter, aber das sehe ich sozusagen als eine völlige Schließung jetzt dieses ästhetischen Raums, der dan wieder gesprengt wird in diese Watteau-Szene. Also solche Bewegungen sehe ich. Also da ist schon so ein gewisser Ausbruch am Schluss, und dieses nach Polen fahren, das ist ja dann schon wieder sozusagen, das spielt ja alles im Realraum. Da ist dann schon eine Entwicklung da, würde ich sagen. Aber jetzt, was Jerschys Film betrifft, sicher nicht, und das Licht. Ja. Ja, wo mir dieser Gegensatz von Realem und Fiktivem oder vielleicht Natur und Kunst oder wie man auch immer das bezeichnet, auch vieles beim Geräusch oder bei der Musik natürlich, die sich abwechselt, nicht nur viel Musik, sondern eben auch sehr viel Geräusch gibt. Vor allem ist mir in Erinnerung beispielsweise die Autos, die Autos, die sehr laut sind. Ja. Also irgendwie auch eindeutig sehr bewusst sehr laut zu scheinen sein. Die Frage, die ich stellen wollte, oder wo ich gerne von Ihnen etwas dazu hören würde, ob Sie da Reflexion haben, ist auch die Rolle dieses Geräuschs vielleicht und speziell auch der Technik, die als fast, also es gibt ja auch im Film selbst diese Kämpfe mit dem Auto oder so, die stattfinden, und das fiel mir einfach von der Erfahrung, jetzt hier zu sitzen und das zu sehen, anzuhören, sehr stark auf, dass das ein Motiv ist, das öfter auch aufzutauchen scheint auch, also wie ist die Rolle des Menschen, und man will nicht mit dem Auto fahren beispielsweise. Diese Autos, die sehr, sehr störend teilweise auch dargestellt werden, zumindest von dieser Lautstärke her. Ich weiß nicht, das war nur so eine Erfahrung, die ich beim Filmschauen hatte. Ich weiß nicht. Ja, das ist ja eine ganz wichtige Beobachtung und eine neue Ebene nochmal, wenn wir in den Tonraum reingehen. Da habe ich ja gar nicht so viel zu gesagt. Ich finde das völlig richtig, also dass Sie jetzt diesen visuellen Kontrast zwischen Fiktion und Dokument jetzt auch nochmal auf der Tonebene wahrnehmen und sagen, es gibt die Musik, vor allem Mozart, und es gibt eben die Geräusche, die unangenehmen, die Fabrikgeräusche, die Motorengeräusche, die Maschinengeräusche im Studio, genauso wie in der Fabrik. Da ist auch wieder eine interessante Allianz oder Analogie. Also ich kann das auch nur eben in dieser, wieder auf diese Opposition zurückführen, die auch ineinander verschränkt wird. Also gleich am Anfang, wenn dieses erste Bild vorbei ist, also diese Himmelsbilder vorbei sind, dann geht es da gleich los mit dem Autoverkehr und gerade diese ganzen Aufbauten der Tableau Vivant sind ja auch eben dauernd begleitet von Maschinengeräuschen und werden dann auch noch gekreuzt mit Bildern aus der Fabrik. Also das ist sozusagen auch immer ein Durchschießen der Fiktion mit der Realität. Und das ist ja unangenehm. Also er kreiert ja auch wirklich einen Bruch in der Erwartungshaltung, im Wahrnehmungsfluss. Also es ist ja immer ein Schock, man wird immer rausgerissen. Übrigens ist dieses Thema des Autos als Waffe sozusagen oder diese ständigen Streitereien ist ja auch natürlich ein Selbstzitat. Also Weekend kommt da ja auch öfter vor in dem Film. Also dieses grotesk Übersteigern, dieser Haltung, die man dem Auto gegenüber hat, ne, als Besitz, ne, als wichtigster Besitz, ne, den man, das wird ja eigentlich da dargestellt. Ne. Und da fällt ja die Hanna Schygula auch völlig aus der Rolle, beziehungsweise sie fällt nicht aus der Rolle, sondern sie wird eben, weil sie dieses Geschrei, übrigens auf Deutsch interessanterweise, flucht sie ja da herum auf dem Balkon, dass man ihr Auto demoliert, da wird sie ja als die Besitzende auch vorgeführt. Da wird sie eben halt nicht mehr so als die erotische, sympathische und irgendwie kernige Hanna Schygula, ne, so als sympathische Frau geschildert, sondern da ist sie ganz krass auch auf einen Klassenstandpunkt gebracht, ne, mit dieser Aufregung über das Auto, das man ihr da demoliert.
Also so würde ich es sehen. Das ist eine ganz wichtige Beobachtung. Da könnte man sicherlich noch viel, viel analysieren, auch im Einzelnen. Das ist ja auch ein sehr spannender Punkt. Also wenn man, vielleicht sind nicht alle schon von Anfang an seit Oktober dabei gewesen, das Thema Auto kommt ja wirklich an jedem Abend vor. Er ist ja ein großer Autonarr. Ja, ja. Und wie passt das denn zusammen, dass er einer Figur den Satz in den Mund legt, ich mag keine Autos? Das hat mich auch sehr fasziniert. Also, einer Frau bezeichnet. Einer Frau natürlich, ja. Ja, das war die Sache mit dem fliegenden Teppich. Ja, genau. Wird als maskuline, ja, eben, ist ja auch so, ne? Also, als Habitus, der den Männern zugeordnet wird, beschrieben. Und, ja. Ich würde gerne, falls jetzt keine weiteren Fragen sind, auf jeden Fall noch die Chance nutzen, Sie als Kunsthistorikerin, wenn Sie mal im Mittelpunkt stehen, bei diesen Veranstaltungen zu fragen. Ich finde das ganz bemerkenswert, dass Sie sich so extrem mit Film auseinandersetzen. Das finde ich wirklich klasse und das ist nicht selbstverständlich. Und mich würde einfach mal interessieren, ganz persönlich, wie fing das bei Ihnen an, dass Sie das so in Ihr Feld aufgenommen haben? Gab es da irgendwie einen Auslöser? Hat jetzt gar nichts mit Godard zu tun, aber das interessiert mich wirklich. Doch, es war komischerweise Godard, ja. Also ich habe Je vous salue Marie gesehen, also als es herauskam in den 80ern. Und hat mich völlig fasziniert und da habe ich dann so ein bisschen angefangen, mich um Film zu kümmern und mir Filmanalyse anzueignen. Da hatte ich dann auch privat die Möglichkeit, mir da bestimmte Modelle erklären zu lassen und so weiter. Und so habe ich da immer weitergemacht. Also, aber so richtig eigentlich erst in Frankfurt eben mit der Möglichkeit dann auch mit Henning Engelke zusammen sozusagen da auch wirklich kontinuierlich Veranstaltungen und Projekte zu machen. Wir sind ganz besonders dankbar, dass das der Fall ist. Ja, und da ist einfach, also man merkt ja, wie viel da sozusagen Bild theoretisch, bildkritisch über die Gattungen hinweg reflektiert wird. Und das schreit natürlich förmlich danach dann eben in diesem Zusammenhang, also in diesem Vergleich mal Bildraum in der Malerei und filmischer Raum sozusagen in diesem Paragone dann betrachtet zu werden. Das finde ich spannend. Ich denke, wir alle auch hier und fanden es ein großes Vergnügen, Ihnen heute lauschen zu dürfen. Und ja, wir werden uns ja bald wiedersehen. In 2 Wochen geht es schon weiter mit Martin Seel und Bruno Kamen. Dann sind Sie auch wieder dabei. Ja, ganz herzlichen Dank nochmal. Einen großen Applaus für Regine Prange heute Abend. Vielen Dank für die schöne Diskussion. Und Ihnen einen guten Nachhauseweg. Herzlichen Dank.